Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Blockscape. Kann das sein? Heute zum mystischen Sonntag. Es ist mittlerweile schon 10 oder sogar schon 11 nach 3. Und ich war zu faul, mal wieder ein paar Videos zusammenzuschneiden. Da dachte ich mir, setzt du dich jetzt mal hier dran und schnibbelst was zusammen und klatscht was hin, was dann im Programm noch umso heftiger zusammenklatschen kannst und das dann wieder raushauen kannst. Und genau das werden wir heute tun mit meinen 1500 bis 3000 Frames, die hier jede Millisekunde einmal wechseln. Alter, das ist ja ein Feuerwerk. Ja, sicher, mit 3500 Frames. Kann man gut spielen. So ist das denn. Play the game. Ja, ich... Ja, okay. Toller Seed. Alles klar. Ich habe mir das Spiel mal gekauft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war von Anfang an absolut nicht beeindruckt von dem Spiel. Also ich fand es eher negativ. Das war zumindest mein erster Eindruck. Ich habe es, weiß nicht, 5 bis 10 Minuten gespielt. Aber deswegen sind wir heute hier, um nochmal weitere 5 bis 10 Minuten zu spielen. Damit ihr euch das eigene Bild davon machen könnt und nicht so wie ich das Ganze übereifrig kauft. Für, ich glaube, 20 Euro kostet der Spaß und ich muss ganz ehrlich sagen, die 20 Euro hätte ich bis jetzt zumindest lieber wieder. Aber das kann sich ja alles ändern. Vielleicht war ich auch einfach nur ein Vollidiot. Ich glaube, ich bin irgendwo im großen Nichts rumgelaufen. Das hat mich sehr an Starbound erinnert. Oh, hallo, ich bin hier in einer netten Grube gespawnt. Wo bin ich denn hier? Wow, aber eine Sache muss man sagen, das Spiel sieht echt farbenfroh und schön aus. Ich habe eine Schwere. Was ist das denn? Das ist ja die perfekte Hand zum zum Lego-Spielen natürlich. Zu nichts anderem. Ich meine, guckt euch diese Hand an. Was kann man denn damit machen? Das ist doch. Kann er die überhaupt bewegen? Ich gehe mal hier nach oben und genieße mal diesen Ausblick. Das muss man ja echt sagen. Wow. Also das sieht echt schön aus. Was ist denn das da vorne? Kann man irgendwie ranzoomen? Was ist das denn? Ah, das ist ja voll eklig. Damit kann ich auch zuhauen. Okay, kann die auch irgendwie... Weiß ich nicht. Das Wasser sieht schön aus. Und die ganze Umgebung, die ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Was habe ich jetzt da gemacht? Ich habe jetzt ein großes S. Wow, sehe ich sexy aus. Guck dir diesen Arsch an. Wow. Und diese wundervollen Lippen, das gibt's gar nicht. Nee. Ist das ein vergammelter Apfel? Ja, lecker. Das ist ja ganz toll. So, gucken wir mal. Wo wollen wir denn hin? Ich weiß es nicht. Wie wäre es, wenn wir mal hinten zu diesen Burgen reisen? Oder wir klettern einfach mal hier hoch und gucken mal, was dahinter ist. Kann man sprinten? Oder ja, ich glaube, man kann sprinten. Boah, dieses Ding hier, das nervt mich jetzt schon total. Hör auf, hier so rumzuflackern, du blöde Kakadu. Was hat da hinten? Ist das Leben? Sieht aus wie Leben. Mach die Musik wieder an, die war so toll. Wahrscheinlich ist da Copyright drunter und eigentlich soll ich dankbar sein. Oh, da ist noch eine Burg. Gehen wir doch mal lieber dahin. Kann man eigentlich Bäume fällen und die... Was ist das? Bist du irgendwas Spezielles? Kann ich dich kaputt... Oha. Oha, das hat mich dann doch ein bisschen erschrocken. Was ist das denn? Da unten ist eine Bauanzeige oder sowas? Okay. Schickes Loch habe ich da gemacht. Ganz, ganz große Klasse auf jeden Fall. Hier ist so ein Wasserloch. Auf jeden Fall finde ich den Kartengenerator ziemlich gut. Das muss man ja mal sagen. Sowas hat man bei Minecraft nicht. Einfach so ein tiefes Loch mit Wasser drin. Ist natürlich voll toll. Ist da nicht in Minecraft ein bestimmtes Wasserlevel? Nee, irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es meistens immer nur riesige Seen und Songedönse. Das sieht toll aus. Ich rammel den Boden, alles klar. Es ist, jetzt stecke ich im Boden drin, ist auch alles in Ordnung. Alter, jetzt hör doch auf, den Boden zu rammeln. Kann ich gerade mal gucken, ob man hier irgendwie, weiß ich nicht, den Baum einhacken kann. Das wäre ja... Geht das? Das ist ein Käfer. Ich habe einen Käfer gekillt. Ich wollte eigentlich gucken, ob der Baum dann zusammenbricht. Er scheint sehr stark zusammenzubrechen. Auf jeden Fall. Ich gehe einfach mal weiter. 260. Alter, was? Was? Wie komme ich denn da drauf? Wie kann ich das denn auswählen? Bist du bekloppt oder sowas? Hallo, wie geht das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, das ist alles. Alles ist irgendwie gut. Da habe ich einen Käfer. Ich weiß nicht, wofür die Käfer sind. Was ist das? Okay, weiß nicht. So weit wie Mana vielleicht. Kann ich? Okay, jetzt sind sie weg. Das ist auch gut. Okay, dann habe ich eben kein Holz mehr. Habe ich das weggeschmissen? Nee, habe ich nicht. Okay, dann ist es eben weg. Hat bestimmt irgendein Arsch gefressen. Bestimmt dieser Käfer. Dieser blöde Käfer, ey. So, da vorne können die auch hin. Kann man überhaupt schwimmen? Wahrscheinlich kann man es nicht. Und ich probiere es jetzt einfach. Oh, eine Palme. Eine schwebende Palme. Das ist ganz toll. Meine Hand für die ganz wichtigen Aufgaben des Lebens. Die approved das natürlich. Ihr findet das sehr gut. Ist hier, also eins muss man diesem Spiel echt lassen. Der Ausblick hier ist wunderbar.
Voll. Richtig toll ist der. Da vorne ist, glaube ich, auch noch so ein Beobachtungsturm. Gehen wir mal hin und gucken, ob da irgendwie was ist. Ich weiß ja nicht, was man hier noch sonst so machen kann. Kann man schwimmen? Finden wir jetzt heraus! Okay, das sieht... Oh, Alter, da kriegt man ja Angst, ey. Ich mag's nicht. Nee, nee, nee. Geh wieder ans Ufer. Ich mag das nicht, wenn das so voll dunkel ist. Ich weiß nicht, ob hier... Alter, wenn du da runter gehst, dann hört sich so an. Dann kriegst du auch Terror, Alter. Was ist das denn hier? Ein Loch. Okay. Das ist ja zum Glück nicht tief oder sowas. Was sind das für komische schwarze Dinger hier? Ach, kaputt. Ich kann unter Wasser nichts abbauen. Gibt's hier Monster? Das ist absolut krank dunkel. Alter, ich will hier nicht rüber. Ich hasse sowas. Aber egal, ich mache hier einfach, weiß ich nicht, meinen Wiggle-Move und wiggle mich hier über das Wasser. Ist hier, wow. Oh. Ich fühle mich leicht unwohl. Ich weiß nicht, woher das rührt. Vielleicht mag ich keine Unterwassermonster oder sonst irgendwas. Und Haie mochte ich auch nie. Deswegen bin ich auch nie zu gerne, als ich als Kind immer im Strandurlaub war, bin ich nie gerne allzu weit rausgeschwommen. Das hat mich dann... Alter, das ist voll dunkel. Das schlimmste Horrorspiel wäre für mich so ein Wasserhorrorspiel. So ein Unterwasserdingens, wo du, weiß ich nicht, irgendwelche riesigen Seekreaturen oder sowas entdecken kannst, die dann dein Schiff kaputt machen. Was ist das? Junge, das ist ein Schwan auf Speed. Komm zurück. Alter, der ist ja richtig auf... Alter, das ist ja krank. Kann man den einholen? Oh Gott. Wurde hier das Monster von Loch Ness? Ich weiß es nicht. Ach du Kacke. Es erinnert mich gerade an meine WoW-Zeiten. Da war in so einem Fluss immer so ein riesiges Seemonster als Bossmonster drin. Ne? Ich habe immer als Jäger probiert, mir das zu zähmen. Aber es hat nicht funktioniert. Ich würde mal sagen, wir gucken. Soll das eine Wellenanimation sein? War das? Auf jeden Fall kommt hier ein Wassergeräusch. Auch wenn hier noch gar keins ist. Ist das? Irgendwie. Ich darf den Schwan nicht. Ich habe den Schwan aus den Augen verloren. Okay, alles klar. Eine Brandung soll das, glaube ich, nicht sein. War das gerade ein Bug? Ich meine... Okay. Ja, alles klar. Das ist kein Problem, dass da alles einfach verschwindet. Was ist das denn? Okay, tun wir mal so, als wäre nichts passiert. Das einzig Kritische, was ich hierbei auch noch sehe... Man kann natürlich sagen, ja, das Spiel wird ja noch gepatcht und was weiß ich. Ist das hier? Nee, das ist einfach nur ein Bug, tatsächlich, dass das Wasser hier so weitergeht. Man könnte ja sagen, ja, das wird bestimmt alles noch gepatcht und was weiß ich. Aber soweit ich das gelesen habe, ist der letzte Patch wirklich Ewigkeiten schon wieder her. Kann man das Ding so ins Wasser rollen? Das wäre cool. Sieht so aus, als wäre das so gewollt. Und ich meine, wenn der letzte Patch Ewigkeiten her ist, dann weiß ich nicht. Also das Spiel ist aber mal so, sieht sehr vielversprechend aus. Aber ist natürlich auch die Frage, ob dieses Spiel sich weiterentwickelt, weil ich glaube, auf dem jetzigen Stand, was kann man hier groß machen? Gut, ich weiß jetzt natürlich gar nichts, die Sachen tauchen vor mir auf, okay. Alter, das Laufen ist hier voll schmerzhaft. Ohne Witz, ey. Das ist, oh, ich dachte, ja, ich werde hier schon völlig perplex bei diesem Rumgewackel. Ich dachte gerade, draußen vor meinem Fenster fliegt ein Auto. Ja, okay, ich sollte vielleicht die Drogen absetzen oder mehr davon nehmen, je nachdem, was besser hilft. Das Loch. Ich will durch das Loch. Aber, weiß nicht. Also, das Aussehen ist ein bisschen besser als in Minecraft. Das muss man ganz klar sagen. Gerade das hier mit diesen Wiesen. Ich dachte, das lädt hier einfach nur nicht. Nee, hier ist einfach nur kein Gedönse mehr. Finde ich viel besser, weiß ich nicht. Und auch dieses auf weite Entfernung hinausgucken. Das sieht deutlich besser aus. Das muss man direkt mal sagen. Ich vergleiche es direkt mit Minecraft. Aber, ich meine, das Spiel will sich doch mit Minecraft vergleichen. Werde ich jetzt von Monstern verfolgt oder da schwebt ein Penisstein? Okay, alles klar. Und deswegen haue ich mir jetzt eine rein. Das passt auf den Penisstein. Perfekt. Werde ich verfolgt oder ist das jetzt hier... Ein Mann in einer Welt. Er muss überleben, wo selbst der Boden ihn töten will, indem er ihn in Grund und Boden rammelt. Wird unser Held diese teuflische Aufgabe überleben? Und wird unser Sprecher es schaffen, sich rechtzeitig einen vernünftigen Text auszudenken, damit das Ganze nicht behindert klingt? Seid ihr bereit für das epische Abenteuer des Vollidioten auf Crack? Ich weiß auch nicht, ist hier irgendwie was drin, ne?
Etwas, was bereit ist. Was bereit ist für das totale Abenteuer. Und mit dem totalen Abenteuer meine ich nicht den totalen Krieg, sondern das totale Abenteuer. Eine verlassene Burg. Wow, ganz toll. Ich sollte aufhören, dieser Stimme nachzureden. Oh, hier geht's in den Kerker. Oh, das sieht doch mal angsteinflößend aus. Geht's hier in den Kerker? Was ist das denn hier? Ein Mini-Swimming-Pool. Boah, cool. Oder soll das hier runtergehen? Ich weiß es nicht. Hier ist alles so voll und bestückt. Also ganz toll. Ach so, okay. Jetzt wusste ich auch, weiß ich auch, warum ich nicht mehr abbauen konnte. Sehr. Gibt's Fackeln oder sowas? Irgendwie. Hallo? Warum sind meine Sachen da unten jetzt wieder? Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Die Sachen da unten verändern sich. Ich weiß es selber. Hä? Was habe ich getan? Ich habe irgendwas. War das schon wieder ein Käfer? Oder habe ich hier. Ich habe hier ein Loch reingemacht. Junge! Zieh auf! Okay, ich baue mich gerade aus Versehen nach unten. Ist natürlich alles gut. Ich bin ein wenig überfordert, was hier mit dem Spiel ist. Da habe ich auch eine schöne Frage an euch. Habt ihr das Spiel schon mal gespielt? Habt ihr das Spiel schon mal gesehen? Wisst ihr, warum hier Gras auf der Fensterbank wächst und warum man die so einfach einhauen kann? Nee, es ist alles gut. Das ist auf jeden Fall sehr realistisch. Was ist das denn da unten? Boah, das ist mir hier zu dunkel in der Burg. Aber wir können ja mal neben der Burg einfach mal probieren, uns so eine Art Häuslein zu machen. Okay, ich schwebe. Wie wär's, wenn wir uns hier unsere... Komm, geh da... Ja, perfekt! Hier bauen wir uns die Hütte. Da rein. Gucken, ob das geht. Alter, die fliegen ja förmlich weg hier. Kommt man hier rein, aber wahrscheinlich ist ja das Ding ist ja gleich offen. Passe ich hier rein oder so? Ich mache hier auf jeden Fall gerade ein neues Fenster. Ist auch ganz interessant. Was war das gerade? Schon wieder ein dämlicher Käfer? Immer dieser dämlichen Käfer. So, ich brauche noch mehr Freiraum hier. Er ist noch zu fett. Er passt da nicht durch. So, okay. Passe ich da jetzt rein? Hier muss wieder Zeugs weg. Passe ich da rein in so ein Zweierding? Nee. Aber in ein Dreierding, oder? Dreierding ist dann aber wieder doof. Ja, hier passe ich dann rein. Nee, weil das dann nicht mehr synchron ist. Nee, das mache ich nicht. Und hier ist schon wieder Gras. Warum auch immer kann ich hier hoch... Junge, Alter! Da kannst du ja echt... Was? Was tue ich? Hä? Wo bin ich? Was passiert? Okay. Konnte ich irgendwie... Nee, fliegen kann ich nicht. Hä? Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade total überfordert. Ich wäre ja auch auf normale Weise anscheinend hochgekommen. Wow. Dieser Ausblick und diese Spielengine, was ist das? Ja, super, da kannst du voll boxen. Links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay, alles klar. Warum auch nicht? Was tue ich jetzt hier oben? Und wie komme ich hier wieder runter, ohne zu sterben? Die Burg sieht irgendwie ein bisschen einladender aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, liebe Burg. Was ist hier überhaupt? Komme ich, wenn ich da drin bin, wieder raus? Das sieht so aus, ja. Alter, hier sind ja voll viele Burgen. Gibt's ja was anderes außer Burgen? Ist da auch irgendwie was drinne oder sowas? Da unten sehe ich was. Ist das ein Haifisch? Ich probiere mal hier wieder runterzukommen. Geht das? Ja, okay, ich bin wieder hier oben. Natürlich, wie könnte es auch anders sein? So, rutschst du hier mal runter. So, Vorsicht. Alles klar. Wie Game... Okay, meine 20-Euro-Demo ist anscheinend abgelaufen. Ich kann auch nichts klicken. Okay. Ja, alles klar. Ich hoffe mal, ihr seid mir nicht allzu böse. Ist heute nicht das Spannendste von allem irgendwie kommt. Ich bin doch heute voll verpennt und alles. Und ich hab keine Ahnung, das ist... Wollt ihr, dass ich es nochmal probiere irgendwann? Ich bin mir selber nicht ganz sicher, was jetzt hier gerade passiert ist. Vielleicht bin ich gestorben oder meine 20-Euro-Demo ist tatsächlich abgelaufen. Ne, für 20 Euro darfst du nur... Wie lange habe ich jetzt gespielt? 10 Minuten spielen? Das ist, ja, das ist ganz toll. Und geupdate... Wo kommt das her? Ist ja eklig. Alter. Ist in letzter Zeit echt voll schlecht im Magen. Ich muss die ganze Zeit rupsen. Rupsen muss ich. Was wollte ich sagen? Ja, das Spiel wird ja auch nicht mehr gepatcht anscheinend. Seit ein paar Monaten wurde das nicht mehr gepatcht. Also, das sieht sehr vielversprechend aus, auf jeden Fall.
Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, womit es morgen weitergehen soll. Oder ob ihr Lust auf Crash Bandicoot habt, dass wir das noch mit zu Ende machen. Oder auf etwas anderes. Also schreibt mir einfach Crash Bandicoot oder morgen einfach mal was anderes. Das könnt ihr dann mal frei entscheiden, ne? Denn ich will euch auch nicht zu viel Crash Bandicoot auf einmal in die Nase popeln. Denn es ist ja bald vorbei. Dann kommt ja wieder das nächste Projekt. Irgendwann geht es natürlich mit Crash nochmal weiter, ne? Aber mit anderen Teilen natürlich. Aber man kann es ja auch erstmal durchziehen. Aber schreibt mir das, ob ihr das morgen sehen wollt oder nicht. Ansonsten überlege ich mir irgendetwas anderes dafür. Könnt ihr auch Vorschläge machen, aber bitte von aktiven Let's Plays, die immer noch aktiv sind. Dann wäre das eventuell eine sehr gute Lösung. Und wir sehen uns beim nächsten mystischen Sonntag, der vielleicht mal vorgeplant wird, lieber Herr Graf hier, ne? Es kann nicht sein, dass ich jedes Mal am mystischen Sonntag anfange, meine Sachen für den mystischen Sonntag zu schneiden. Weißt du, ich kann ja auch schon am Montag was für den nächsten Sonntag fertig haben. Bin auch so blöd und mach sowas nicht. Aber auch völlig egal, um vom Thema wieder wegzukommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr wisst, ich hab euch lieb. Also einen geschmeidigen Tag wünsche ich euch. Und hütet euch vor Blockscape. Denn es ist das epischste Spiel aller Zeiten. Bis dann.